Jo Leute, was geht ab? Heute befinden wir uns mal bei GTA 5 auf der PlayStation 4 und wir spielen jetzt hier eine Mission. Welche Mission das ist, weiß ich nicht. Wir müssen uns auf jeden Fall nicht über den Tisch ziehen lassen. Jetzt fahren wir mal, bringen den Sion zurück. What? Okay, das machen wir mal einfach mal. Wir fahren jetzt mal hin. Ist es hier unten? Ach was, da wir müssen hier die Autos klauen. Dann fahren wir mal eben durch. Fahrschule und so. Ach, scheiße. Ach was, das... Ach, das ist mein Typ! Ja gut, das wusste ich. Ach, dann lass ihn doch mal gleich mitnehmen, ne? Los, steig ein, steig ein, steig ein. Los, wir haben nicht ganz Dark Side. Er geht noch ganz gemütlich mit seinen Flipflops. Aber immerhin hat er gleich hier den Marker markiert. Und ich sag's jetzt schon mal im Voraus, ne? Ey, ich kann überhaupt kein Auto fahren. Ich nehme eigentlich jedes Auto mit. Und wenn wir jetzt hier gut durchkommen, lag es vielleicht einfach nur auf... Ups, lag, ja. Siehst du, da fängt's schon an. Ich kann einfach kein Auto fahren. Aber ist ja auch eigentlich egal. Jetzt fahren wir erstmal dahin und verkloppen den Dübidi Burner, weil er uns das Auto geklaut hat oder irgendwas. Das ist so. Na, jetzt fahren wir hier mal rein. Durch die dunklen Gassen. Hier rum, zickzack. Und schnell, 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 schnell. Wir sind schneller als die Polizei erlaubt. Okay, der war wirklich flach. Ist egal. Ist egal. Jetzt hier locker um die Kurve. Ja, sieht der. Das war auf Bande gespielt. Wir müssen noch 700 Meter fahren. Jetzt mal rüber, wenn hier mal der Zug hier langsam vorbeigepimmelt ist. Und jetzt geht's weiter. Ist überhaupt die Musik aus? Ja, ist sie. Perfekt. So. Ups. Natürlich nochmal kurz bevor wir da sind, geht hier alles schief. Auf jeden Fall sind wir jetzt auch angekommen. Ich bin ein zuverlässiger Fahrer. Wer mit mir fährt, da gibt's einfach nichts. Und jetzt gibt's hier fett aufs Maul. Erstmal hier für den, der, weil der da oben so rumsitzt. Okay, oder auch nicht. Glück gehabt. Wollte ihn eh nicht töten, der war unschuldig. Ja, gleich hier mitten ins Ganze. Sterb. Was will die denn? Mal kacken. Und der fährt mir auch noch um mit seinem pinkes Auto. Also ich habe Sterne, jetzt hat er auch gleich Sterne. Oh mein Gott, guck mal auf die Map und guck mal, was uns hier jetzt alles verfolgt. Der Typ soll jetzt mal einfach zusehen und mal schnell hier fahren. Ich hätte lieber fahren sollen, weil ich es vielleicht besser kann. Okay, glaube ich nicht, aber... Erstmal egal, erstmal müssen wir die Cops abschütteln. Was für ein Trottel. Er fährt genau gegen die Wand. Ich meine, so blöd wäre nicht mal ich. Ich meine, wenn er durch Zufall auf mein Video kommt, dann... Ich kann dir leider nur eins sagen, du bist echt blöd. Nicht böse gemeint, aber ist so. Wollen wir es nicht in die lange Spur ziehen. Ich würde aber eigentlich viel lieber fahren. Ja, wir haben 2 Sterne. Fahren hier in der Nacht. Und die Mission zu beenden. Was zu 99,99999% sicher sein wird, weil ich dabei bin. Und ja. Genau, fahr da mal rein, mein Junge. Bring uns schon mal ins Sichere. Oder schüttel wenigstens die Cops ab. Wäre ich nicht ins Auto gestiegen, hätten wir höchstwahrscheinlich gar keine Cops. Nur weil ich wieder arme kleine Ladies geschossen habe. Es tut mir leid. Fahr mal schneller hier. Ich hab Bock, so lange zu warten. So, jetzt müssen wir eben 600 Meter das Auto wegbringen. Fahr hinne, Mensch. Was ist denn los mit dir? Pinkes Auto. Sieht gar nicht so schlecht aus, wenn es heile wäre. Mir gefällt die Farbe schon. Mal gucken, wie es innen drin aussieht, bevor wir da sind. Ah, ja, sieht nicht schlecht aus. Aber egal. Und jetzt check es! Nochmal schnell ein bisschen die Lage hier alles
dramatisiert. Da kommt schon unser Morok raus, der uns unser Geld gibt. Da bin ich, da bin er. Ne, da bin ich und da ist er. Wir haben die Mission bestanden. Herzlichen Glückwunsch. Danke dafür. 1500 Japaner-Punkte. Die machen wir hier erstmal ein dickes Gefällt mir. Wie man sieht, ich bin in der Crew Game. Anführer ist Seba. Ich sag's euch. Beste Crew ever. Macht Spaß mit den Leuten zu spielen, ne? Einfach alles perfekt in der Crew. Jetzt gehen wir mal ein bisschen in den freien Modus, weil ich nicht mehr mit ihnen weiterhin spielen möchte. Jetzt müssen wir hier warten. Dieser Ladebildschirm dauert immer so ewig. Das ist auch richtig blöd gemacht. Aber da müssen wir durch. Kostet, was es wolle. Demnächst werden auch mal wieder ein paar hier, wie heißt das, Call of Duty Advanced Warfare Teile rauskommen. Weil ich hab das Spiel mal mittlerweile wieder und hab auch eigentlich richtig Bock, das zu spielen. Und da werdet ihr mich dann auch begleiten. Da freue ich mich auch schon drauf. Schön mal wieder ein paar Noobs wegklatschen. So, jetzt sind wir hier. Wo ist mein Auto? Da drüben. Das grün-schwarze Karr. Wollen wir mal losfahren hier und gucken, was hier abgeht. Piste von der Straße. Erstmal einen Kopf mitgenommen. Verfolgung. Was? 3 Sterne? Wieso übertreiben die so? Ich habe doch nur einen Kopf angefahren. Genau. Egal, hier einfach durch. Ich habe Führer. Oh mein Gott, Führerschein gelernt. Es klappt, Dicky. Ja, Mann, wir treiben sie jetzt zum Sport. Los, renn ein bisschen. Renn, renn, renn. Oh Mann, steh auf. Ist langweilig. Renn, 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 schneller. Was ist denn los mit dir? Kannst du nicht mehr schneller rennen? Egal, ich muss los. So. Da, oh mein Gott, die haben ja Heli. Stimmt ja, habe ich ganz vergessen. Aus dem Weg. Oh mein Gott. Da sehen wir wieder meinen perfekten Fahrstil. Ich kann null fahren. Wir fahren erstmal zum Strand und tun so, als ob die Cops gar nicht erst da wären. Ups, ups. Ja. Mann, nee. Was ist denn hier los? Scheiße. Jetzt bin ich schon fast genauso bekloppt wie der Typ da. Geh aus dem Weg. Und fahr einfach unnötig gegen der Wand. Jetzt hier um den Kreis oder Kurve. Hier gleich in die Kurve rein. Und dann haben wir sie abgeschüttelt. Nicht. Platz da. Aber ich muss sagen, der Heli, der geht mir ein bisschen auf die Eier. Jetzt fahren wir hier mal rein. Weil der sieht uns jetzt nämlich nicht mehr oder sollte uns nicht mehr sehen. Wieso sieht er uns noch? Hallo, hallo, hör mal auf damit. Ah, ist das räudig? Ja, genau. Wissen auch gleich, wo ich bin. Ja, genau, gleich von beiden Seiten. Ich fahr gegen den Baum. Verpiss dich da doch, meine Fresse, nervt ihr schon wieder. Nur weil ich einen so einen Spaß da überfahren habe, schieben die hier gleich so eine Szene wieder. 3 Sterne, ich glaube, es geht los. Verdammte Axt, das nervt mich kolossal. Fahren wir einfach mal ein bisschen weg. Tun so, als ob nichts passiert. Ein bisschen fliegen, drehen, rammen. Soweit, so gut. Macht doch den Blinker an, Mann. Bestimmt so eine Frau am Steuer. Wo hat er denn seinen Führerschein gemacht? Bei Mr. Miyagi oder was? Mal diese Schilde hier plattfahren. Die sind auch überall, ne? Warte mal, ist hier nicht irgendwo eine U-Bahn? Da kommt mein Auto nicht die Treppen hoch. Da wird auch der Hund in der Pfanne verrückt. Ja, genau. Jo, wahrscheinlich. Ja, genau. Ach, ich wohne hier. Da sehe ich gerade mal, dass ich hier wohne. Vielleicht kann ich ja meine... Hier, wie heißt das? Tiefgarage. So, einmal... Oh mein Gott. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Und jetzt... Da wollten wir eigentlich auch eh nicht rein. Das war nur so ein Vorführeffekt. Oh mein Gott.
die Cops nerven. Jetzt dürfen sie uns nicht mehr sehen. Ich mach mal Licht auch so auf den. Keiner sieht uns. Hä? Hey, das klappt sogar. Nur wenn die da hinten jetzt so... Oder nee, oder doch? Sieht man mich da hinten, wenn ich hier jetzt rumfahre? Nö. Warum auch? So, geht weg. Ich habe hier heute noch was zu tun. Nein! Oh mein Gott! Die sehen uns gleich. Die sehen uns niemals. Fahren wir ein bisschen spazieren auf dem Platz. Nein! Sie waren fast weg. Sie waren fast weg. Ja, fass mir doch die Füße, ey. Oh, hau doch ab, da wird die Mauer dahin gemacht, Mann. Geht das Tor auf? Ja, schönes Ding. Weißt du, ich bin ja eigentlich ein ruhiger Mensch, ne? Aber bei sowas, ne, da platzt mir die Krawatte durch. Vor allem, weil die mich hier einfach abfacken. Oh mein Gott, das habe ich auch noch nie gesehen, ne? Jetzt gehen wir hier mal rein. Und dann... Scheiße, ich dachte, das wäre ein Dach. Oh mein Gott, scheiße Idee. Geh doch einfach da mal hin wieder zu deinem Auto. Was ist denn hier los mit dir, du komische Pixelfigur? So. Wir müssen hier Kurven drehen. So, hier bleibe ich jetzt stehen. Hier bleibe ich einfach stehen. Kann er mich von da oben sehen? Nein, natürlich. Kann er mich sehen? Er wird mich bestimmt auch gleich sehen. Ist mir egal, wir bleiben hier jetzt stehen. Könnt euch mal mein schönes Auto in drinnen angucken. Hier meine sexy Handschuhe. Ja gut, die Scheiben sind gesprungen. Spider-App 4.9. Und vorne, wer braucht schon vorne eine Scheibe? Ne, ich meine, überbewertet. Aber sieht schon ganz schick aus, mein Auto in drinnen. Findet ihr nicht auch? Hier da so Musik. So, nicht schlecht. So. Jawohl, die Cops sind weg. Fickt euch ins Knie. So. Egal. Kommen wir auch irgendwo raus. Toll, jetzt sind wir hier mitten in der Pampa und kommen hier nicht mehr raus. Platz da. Scheiße. So, dann gurken wir jetzt mal wieder in meiner Garage, wenn ich den Eingang finde. Ja, da drüben ist er ja. Dann wollen wir hier mal reinfahren. Und alles ist gut. Einmal in die Garage rein, mein Auto ist wieder komplett heile. Das Logik. So. Und das war's dann auch schon wieder mit meinem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, lasst ein Abo da. Abonniert, favorisiert euch, überlasst es. Und wo findet ihr den Abo-Knopf? Den findet ihr da oben in der Ecke. Und wo findet ihr das Like? Da unten in der Ecke. Also, wie gesagt, ich wünsche euch einen schönen Abend, morgen, je nachdem, wann du dieses Video siehst. Und ciao, bis zum nächsten Mal!